Unterricht im Flüchtlingslager. Der Hunger hat sie hergetrieben. Der Hunger nach Nahrung und nach Bildung. Nimat Ayub ist 14, wie die anderen Schüler auf eigene Faust hergekommen, ohne Eltern, 200 Kilometer gelaufen nach Jida in den Südsudan. Wir sind dem Krieg entkommen und weil auch wir Lehrer aus den Bergen sind, versuchen wir die Kinder hier zu unterrichten, so gut es geht. Es war nicht einfach für uns, nach Jida zu gelangen. Die ganze Gegend ist überflutet, es herrscht Regenzeit. Dreimal wurde der Flug verschoben, tagelang mussten wir warten. Endlich also Anflug auf Jida, ein Dörfchen, das jetzt fast 70.000 Flüchtlinge bevölkern. Nimat Ayub ist eines von fast 3.000 Kindern, die alleine gekommen sind. In diesem Lager lebt sie, betreut vom UNHCR, dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Gladys Niamaitab ist selbst ehemaliges Flüchtlingskind. Vor 20 Jahren während des Bürgerkrieges aus dem Südsudan nach Kenia geflohen. Sie kennt die Nöte der Kinder. Der beengte Raum, kein richtiges Bett, keine Schuhe, das eintönige Essen, jeden Tag Hirse. Nimat hat kein Geld, um sich Gemüse oder gar Fleisch zu kaufen. Hergekommen ist sie in einer kleinen Gruppe, erzählt sie Gladys, geführt von ihrem älteren Bruder. Sie hat die Bombardierung ihres Dorfes erlebt, musste mit ansehen, wie einer ihrer Brüder und ein Onkel starben, weiß nicht, wo ihre Eltern geblieben sind. Sie hat Sehnsucht nach ihnen, würde am liebsten zurückgehen in die Berge, um nach ihnen zu suchen. Vielleicht sind deine Eltern ja auch hier im Lager, versucht Gladys zu trösten. Sie verspricht Nimat, bei der Suche zu helfen. Überall Schlamm. Während der Regenzeit sind die Verhältnisse katastrophal in Jida. Fast 70.000 Flüchtlinge. Vor einem halben Jahr war es noch ein Fünftel. Kaum zu bewältigen für die Hilfsorganisationen. Gladys versucht jeden Tag aufs Neue, sich einen Überblick zu verschaffen. Das Trachom ist ausgebrochen. Eine ansteckende Augenkrankheit durch Fliegen übertragen. Unbehandelt führt sie zum Erblinden. Betroffen sind vor allem die Kinder. Viele Kinder leiden daran, die Augen schwellen an. Die Ärzte ohne Grenzen sagen, dass es allein gestern 5 waren, die sie gefunden haben. Die Ärzte ohne Grenzen haben eine mobile Klinik eingerichtet. Das Trachom ist nicht das einzige Problem. Viel schlimmer sind die Durchfallerkrankungen, vor allem für die Kleinsten. Im Moment sehen wir, dass die Kinder sehr spät zu uns kommen. Das heißt, sie sind schon sehr geschwächt, bis sie zu uns kommen. Wir haben sogar viele Kinder, die schon im Schock zu uns kommen. Das heißt, wir sehen im Moment leider fast täglich auch Kinder in unserem Krankenhausbereich sterben. Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber unsere Ressourcen sind einfach auch begrenzt. Die Ärzte ohne Grenzen versuchen, mehr Personal einzufliegen, um die Lage zu verbessern. Sie erweitern die Klinik, obwohl sie sich selbst schon gegen Angriffe aus dem Nordsudan schützen mussten. Im vergangenen November fielen Bomben auf Jida. Einweisung der Neuankömmlinge. 2 Ärzte und 6 internationale Helfer haben bisher hier gearbeitet. Jetzt sind es mehr als doppelt so viele. Immer noch zu wenig. Man kann sehen, dass die hygienischen Verhältnisse in Jida unerträglich sind. Das ist ein medizinischer Katastrophenfall, was die Zahl der Kinder betrifft, die sterben. An den Brunnen ist die Lage besonders gefährlich. Zwar ist das Wasser sauber, aber die Behälter der Flüchtlinge sind es nicht. Solche Kanister versuchen wir zu ersetzen, denn sie holen damit das Wasser und sie lassen sie offen. Das heißt, die Fliegen können rein und verschmutzen das Wasser. Und dann trinken es die Leute und bekommen Durchfall. Noch ist die Cholera nicht ausgebrochen, aber die Gefahr wächst, denn immer mehr Menschen fliehen aus Südkordofan. Wir fahren ihnen entgegen, versuchen an die Grenze zu gelangen, nach Jiao. Der Weg dorthin ist fast unpassierbar, die Piste ein einziges Schlammloch. Immer wieder Regenschauer. Jiao, das Grenzdörfchen, besteht aus ein paar armseligen Hütten. Überall Soldaten der SPLA, der südsudanesischen Volksbefreiungsarmee. Eigentlich dürfen wir sie nicht filmen, erst recht nicht interviewen, aber dann laufen sie doch ständig durchs Bild. Sie sollen für Schutz sorgen. Der letzte Angriff aus dem Norden ist aber erst 3 Monate her. Nicht alle konnten sich in solche Erdbunker retten. 80 Einwohner starben.
Trotzdem fühlen sich die Flüchtlinge hier erst einmal sicher, erholen sich vom tagelangen Marsch, endlich angekommen im Südsudan. 3 Tage seien sie gelaufen, ihre Vorräte seien fast aufgebraucht. Auch sie berichten von Bomben der nordsudanesischen Armee. Ihre Männer seien entweder gestorben oder würden als Rebellen kämpfen. Einen Tag werden sie noch brauchen bis Nahida. Dort werden die Flüchtlinge erst einmal registriert, erhalten ihre Lebensmittelkarten. Gladys fragt nach den Eltern von Nemat. Ja, es gibt Leute, die Ayub heißen, aber sie kommen aus einem anderen Ort. Schlechte Nachrichten, Nemat wird weitersuchen müssen. Schwankend zwischen Heimweh und dem Wunsch, an einem sicheren Ort lernen zu können. Sie will Ärztin werden, sagt sie zu Gladys, so viele Menschen retten wie möglich.